Guten Morgen, wir sind jetzt ja hier noch auf St. Catharines auf dem Uhrmarktparkplatz. Wir sind heute Morgen leider bei Regen aufgewacht, der hat jetzt inzwischen nachgelassen. Wir fahren jetzt in Richtung Milton, wo die Lavendelfarm uns erwartet. So, wir fahren jetzt gerade hier über eine wunderschöne Brücke wieder, über den Lake Ontario drüber. Haben hier eine wunderschöne Aussicht. Tja, wir sind jetzt eine der Farmen angefahren, die leider nicht geantwortet haben auf mehrere Mailing-Versuche. Und haben dann gesagt, wenn wir heute eh noch auf eine andere Farm gehen, fahren wir einfach mal vorbei. And now, it's closed. Also wir fahren jetzt zur Straußenfarm, nachdem die Lavendelfarm leider zu hat. Nachdem die Straußenfarm auch erst um 12 Uhr aufmacht, haben wir ja nach der geschlossenen Lavendelfarm jetzt kurz ein Alternativprogramm gesucht. Haben jetzt irgendwo sozusagen wild gecampt, also haben uns hingestellt am Straßenrand, haben gemeinsam Mittag gegessen, haben uns die zusammengeschnittenen Videos angeschaut, ein bisschen geschlafen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Straußenfarm und davon kommen gleich die nächsten Eindrücke. Wir sind jetzt an der Straußenfarm angekommen. Die Wohnmobile sind mehr oder weniger unfallfrei alle eingepackt worden. Und jetzt schauen wir uns die Farm mal an. Julia, magst du dich auch noch vorstellen der Welt? Nein. Ja, auf geht's. Okay. Ich bin Julia, 22 Jahre alt. Der Tourguide hat uns jetzt abgeholt. Und so wie es aussieht, dürfen wir jetzt hinten auf dem Hänger mit unserer Führung beginnen. Fachmännisch begutachtet der heimische Landwirt die Traktoren der Konkurrenz. Nee, erklärt uns jetzt mal, was uns der nette junge Mann gerade eben so die Straußen im Hintergrund erzählt hat. Weil jetzt ein Strauß 2 bis 3 Eier in der Woche gibt. Nee, jeden zweiten Tag ein Ei. Genau, kommt ja aufs Gleiche drauf. Nee. Okay, nochmal. Nee, doch, die legt ja nur alle 2 bis 3 Wochen ein. Nein, 60 bis 70 Eier. Genau, 60 bis 70 Eier pro Sommer. Ach, ich habe 6 bis 7 verstanden. Nein. Gut, da sollen wir drüber reden. Genau, also dann die holen sie einfach so raus. Da, genau, also ich glaube die... Er sammelt jeden Abend hier die Eier ein, wenn welche da liegen. Und sie haben ja auf jeden Fall genügend Platz, auch wenn es mir nicht danach aussah, weil nur die jungen Sträuße mehr rennen und mehr Platz brauchen. Genau. Jetzt schauen wir mal, jetzt fahren wir anscheinend zum nächsten Gehege, wo die jungen Sträuße untergebrannt sind. Und währenddessen schauen wir uns die Sträucher an. Wir haben gerade erfahren, dass die Strauße mit circa, also vor, so nach 2 Jahren ungefähr dann geschlachtet werden, weil sie ab dem 3. Jahr im Prinzip gerade die weiblichen Vogelstrauße dann mit sie brüten und dann werden sie sehr aggressiv. Und deswegen, also wenn man sie schlachtet für die Steaks, dann macht man das, solange sie noch 2 Jahre alt sind. Genau.
und der älteste Strauß, den sie auf der Farm haben, ist 14 Jahre alt. Hier im Laden kann man jetzt verschiedene Fleische kaufen. Wir haben hier zum Beispiel Büffel, Wasserbüffel, Krokodil oder eben Strauß. Hier auch noch verschiedene Straußensteaks. Und hier ist zum Beispiel mal beschrieben, was was ist. Schöner kleiner Shop hier. Da drüben gibt es ein paar Souvenirs aus Straußenleder, zum Beispiel ein paar Straußenfedern. Jemand Straußenei. Fühlt sich ein bisschen komisch an. Klingt wie ein Tischtennisball. So, wir hatten jetzt noch nette Gespräche im Shop mit der Besitzerin der Straußenfarm. Ja, sie hat uns noch ein paar Tipps gegeben, wo wir unser Feuerholz kaufen sollen und wie wir unsere Route weiter zu fahren haben. Im Hintergrund sehen wir jetzt hier noch einen Grill, da werden Straußensteaks gebraten, man kann hier Burger essen. Aber wir haben jetzt was mitgenommen für heute Abend zum Probieren, wir werden ein paar Fleischbällchen machen und vielleicht ein paar Burger. Und jetzt werden wir weiterfahren Richtung Campingplatz und uns dann dort noch was suchen, was wir nachmittags machen können. Ja, jetzt wird der Dodo hier mal ein bisschen gefordert. Im Moment steht der Adrian hinter mir. Daniel hat das Ganze im Blick und unser Maskottchen ist auch mit dabei. Wir haben jetzt unseren Campingplatz erreicht für heute Nacht und werden jetzt erstmal unser Klo ausleeren und Wasser auffüllen und danach an unseren Campingplatz gehen. Schauen wir mal, die einen, die sind schon fleißig am Entleeren. Aber das Wasser noch nicht jetzt hat. Halt's auf, geht's in Plätschere? Ja. Oder? Wir lassen den Schlauch gleich da, oder? Ja, wir nehmen den Seite gleich. Wenn sie gleich anschlüsselt. Wir nehmen doch alle den gleichen Stuart. Hier wird jetzt fleißig Wasser nachgetankt, oben rein, unten das Bärwasser raus. Warum eigentlich? Wir schütten oben gerade gar nichts. Nein, wir lassen unsere Tanks ab, weil das Wasser stinkt wie die Sau. Wir wollen Frischwasser. Okay. Auch ich möchte da drin Frischwasser. Auch ich möchte bei uns Frischwasser. Wenn es bei uns aber Frischwasser gibt. Jetzt haben unsere Wohnmobile eine Stärkung bekommen und jetzt sind wir dran. Deswegen sind die Mädels schon wieder am Kochen. Wir haben jetzt hier die Tische verrutscht und heute gibt's Burger. Die Herren. Kann sich jeder selber belegen, was er alles möchte. Gehandicapt. Und drinnen wird schon geschnibbelt ohne Ende. Hallo! Hi! Hier gibt's Salat. Und Hackfleisch ist, glaube ich, im anderen Wohnmobil in der Machi. Da schauen wir jetzt auch mal noch schnell rüber. Wir haben wunderbares Straußenhack. Und dann noch super Schwein. Ich glaube, das wird lecker. Der Dodo und ich, wir holen jetzt Holz an der Rezeption. Nachdem das ein bisschen größer ist hier alles, laufen wir jetzt hier mitten durch die Pampa, um Holz zu holen. Wir haben unser Feuerholz gekauft und müssen jetzt wieder 10 Minuten zurücklatschen. Und es hat doch ein Gewicht. Oder? Ja, es ist ein Fliegengewicht an Holz, aber auf die Strecke werden wir es dann doch merken. Also bis da ganz hinten müssen wir noch. Schon ein Stück. Wir haben jetzt gegessen, unseren Strauß, der war sehr lecker. Ein paar Essen noch.
Ich hoffe, man kennt was, es ist jetzt schon mittlerweile Nacht. Wir können ja mal hier so über den Tisch gehen. Dann haben wir noch Feuerholz gekauft, machen hier jetzt unser Feuer. Wir beobachten hier in freier Wildbahn ein wildes Adri, das gerade auf Brautsuche ist. So, ich habe heute Ehre, den Tag Abschluss zu machen und euch auf den nächsten Tag vorzubereiten. Um 8 Uhr fahren wir, um 9 Uhr sind wir an der Berry Hills Farm und Früchte sammeln, Gemüse, und fahren anschließend zur Brauereibesichtigung. Und abends sind wir dann bei den Blue Mountains und lassen es uns wieder gut gehen. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.